Ein Shanislatschellen ist etwa ein Viertel eher viele Menschen ein wichtiger Aspekt ihres awairen Erscheinungsbildes. Ein strahlendes Latschellen kann das Selbstvertrauen stärken und positive Ausstrahlung verleihen. Eine Möglichkeit, ein perfektes Latschellen zu erreichen, ist die Anwendung von Zahnveneers. In diesem Video werden wir den komplizierten Prozess der Anwendung von Zahnveneers genauer betrachten. Zahnveneers sind hauchte ein Viertel NE-Schalen, die auf die Vorderseite der Zahnhöhle aufgetragen werden, um ihr Aussehen zu verbessern. Sie können verwendet werden, um Werfer-RBTE, unregelmäßige oder abgebrochene Zahnhöhle zu kaschieren und so ein strahlendes Latschellen zu schaffen. Der Prozess der Anwendung von Zahnveneers ist jedoch nicht einfach und erfordert eine sorgfältige Planung und Durchvereinviertelung. Der erste Schritt bei der Anwendung von Zahnveneers ist die Konsultation mit einem Zahnarzt. Während dieses Termins wird der Zahnarzt den Zustand der Zahnhöhle des Patienten untersuchen und entscheiden, ob Zahnveneers die richtige Option sind. Der Zahnarzt wird auch die gewahreinviertelten Ergebnisse des Patienten besprechen und einen Behandlungsplan erstellen. Nachdem der Behandlungsplan festgelegt wurde, erfolgt die Vorbereitung der Zahnhöhle etwa ein Viertel eher die Anwendung von Zahnveneers. Dies beinhaltet in der Regel das Abschleifen einer da ein Viertelnähen Schicht des Zahnschmelzes, um Platz etwa ein Viertel eher die Veneers zu schaffen. Der Zahnarzt wird dann einen Abdruck der Zahnhöhle nehmen, der zur Herstellung der maigefertigten Zahnveneers verwendet wird. Sobald die Zahnveneers hergestellt wurden, werden sie auf die Zahnhöhle des Patienten aufgetragen. Der Zahnarzt wird die Veneers sorgfältig anpassen und anbringen, um ein natter ein viertelig aussehendes Ergebnis zu erzielen. Nachdem die Veneers angebracht wurden, erfolgt eine abschleifende Überpraeinviertelung, um sicherzustellen, dass sie perfekt passen und das gewahreinviertelte Aussehen erzielt wurde. Der Prozess der Anwendung von Zahnveneers kann je nach den Wiedereinviertelfnissen des Patienten und dem Zustand der Zahnhöhle mehrere Wochen dauern. Es ist wichtig, sich an die Anweisungen des Zahnarztes zu halten und regelmäßige Nachsorgetermine einzuhalten, um sicherzustellen, dass die Zahnveneers korrekt angebracht sind und lange halten. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass die Anwendung von Zahnveneers ein dauerhafter Eingriff ist und die Zahnhöhle des Patienten möglicherweise nicht mehr in ihren ursprünglichen viertelnähen Zustand zur ein Viertelzeck versetzt werden kann. Daher ist es wichtig, sich ein Viertel BER die Vor- und Nachteile der Anwendung von Zahnveneers im Klaren zu sein und eine fundierte Entscheidung zu treffen. Insgesamt kann die Anwendung von Zahnveneers eine effektive Möglichkeit sein, ein perfektes Latschellen zu erreichen. Durch den komplizierten Prozess der Anpassung und Anbringung der Veneers kann ein natter ein viertelriger und ästhetisch ansprechender Look erzielt werden. Wenn Sie Interesse an der Anwendung von Zahnveneers haben, sollten Sie Ihren Zahnarzt konsultieren, um herauszufinden, ob Sie die richtige Option FA ein Viertel eher Ihre Wiedereinviertelfnisse sind. Ein Shanislatschellen kann viel bewirken und das Selbstvertrauen stärken. Mit Zahnveneers können Sie das Latschellen Ihrer Traume verwirklichen und selbstbewusst auftreten. Wenn Sie weitere Informationen zur Anwendung von Zahnveneers ein Viertel wünschen, zögern Sie nicht, sich an Ihren Zahnarzt zu wenden und eine Beratung zu vereinbaren. Er kann Sie ein Viertel BER den gesamten Prozess informieren und sicherstellen, dass Sie das strahlende Latschellen erhalten, das Sie verdienen.